Ich hoffe, ihr habt genug Props. Also, wenn die Schwangerschaft fortgeschritten ist, ist gut, wenn man bequem ist und wenn wir vielleicht Blöcke haben oder Decke oder Polster. Also, gerade drittes Trimester, der Bauch schon größer ist, geht hier wirklich jetzt darum. Ich meine, in den anderen Trimestern natürlich auch, aber jetzt vielleicht noch mehr, dass wir uns wohlfühlen, dass wir echt nicht zu viel machen, dass wir darauf achten, was der Körper uns sagt, was er uns für Signale gibt, also welche Bewegungen gut tun und welche vielleicht weniger gut tun. Gut, also Schneidersitz oder Fersensitz. Ich sitze eben immer gerne erhöht. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich wirklich am Boden sitze und der Bauch dann schon größer wird, dass es ein bisschen einschneidet, vielleicht die Hose oder dass hier nicht mehr so viel Platz ist. Deshalb diese Erhöhung ist einfach wirklich angenehm. Sonst dann den Fersensitz habe ich auch sehr gern gehabt am Ende der Schwangerschaft beim letzten Kind. Also den finde ich auch sehr angenehm. Gut, ihr wisst eh, auch bei Vorbeugen werden heute darauf achten, dass wir nicht zu tief gehen, sondern eben ein bisschen höher bleiben. Wenn ihr spürt, Sodbrennen, irgendwas kommt hoch, dann schnell aufrichten und aus der Position hinausgehen. Aber wir werden nicht zu viele Vorbeugen machen. Gut, wir fangen an mit einer kurzen Meditation und gehen dann gleich ins Tönen über. Denkt dran beim Tönen, wieder, sobald ihr den Ton rauslasst, den Kiefer zu entspannen, Bereich zwischen den Schulterblättern zu entspannen, hier auch wirklich bewusst wieder zum Beckenboden hinzuspüren und dort auch loszulassen. Ihr könnt die Hände, ich glaube beim AU, beim U ist, genau, sind die Hände eben am Bauch, da euch wieder mit eurem Baby verbinden, mit euren Babys und vielleicht daran denken, dass ihr ihm oder ihr oder ihnen was vorsingt. Also es finde ich immer eine schöne Möglichkeit, da auch wieder zu connecten mit den Bauchbewohnern und sich hier wirklich die Zeit zu nehmen. Gut, dann lass deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder in deinem Schoß und schließ zuerst mal deine Augen. Mit dem nächsten Einatmen zieh die Schultern zu den Ohren, nach hinten und hinunter. Und schau, dass die Wirbelsäule schön lang gestreckt ist, dass der Scheitel nach oben zieht und dass du beim Ausatmen die Schultern noch mehr ein Stückchen entspannst. Und gib dir hier ein paar Atemzüge Zeit, um anzukommen. Anzukommen in deiner Yoga-Praxis. In eurer gemeinsamen Yoga-Praxis ist ja nicht deine alleine. Und richte mal deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atem und dann auch auf dein Baby, deine Babys. Und denk dran, wenn es dir gut geht, geht es deinem Baby gut. Wenn du tief atmest oder du dich sanft bewegst, dann bewegt sich dein Baby auch schön mit. Vielleicht sind sie jetzt auch aktiv, vielleicht entspannen sie sich gerade. Und versuche auch deine Gedanken, die sonst so da sein mögen, nicht dein Baby betreffend, deine Babys betreffend, die versuch mal ruhen zu lassen, zumindest jetzt für die Zeit deiner Yoga-Praxis. Schau, dass du dich wirklich ins Hier und Jetzt bringst, in deinen Körper.
zu deiner Atmung. Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Öffne den Mund, atme aus und wir bereiten uns vor für das Tönen. Atme tief ein für A, Hände über den Kopf. Das mal. Und dann bring die Hände vor dein Herz, Handflächen berühren sich. Und fang sanft an, die Handflächen aneinander zu reiben, bis sie ganz warm werden. Und leg die Hände sanft über deine Augen. Fang zu blinzeln an. Und verteile die Energie aus deinen Händen überall in deinem Körper oder dort, wo du sie besonders brauchst. Wir fangen an, mit den Armen über die Seite nach oben zu nehmen. Mit dem Einatmen zieh die Arme nach oben, schau hinauf zu deinen Händen. Und ausatmen, dreh die Handflächen nach unten, bring das Kinn zum Brustbein. Und nochmal einatmen, streck dich schön lang. Drück das Becken fest nach unten, während der Scheitel nach oben zieht. Und ausatmen, senk die Arme wieder ab. Kopf geht nach unten. Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Lass die Arme unten, lass den Kopf unten mit dem Einatmen. Hebe mal den Kopf zur rechten Schulter, zur linken Schulter und mit dem Ausatmen zur rechten. Halbkreise über vorne. Einatmen nach links. Und ausatmen nach rechts. Und gern die Hände auf deine Beine. Einatmen nach links. Und ausatmen nach rechts. Und wenn du möchtest, dann zieh ganze Kreise. Mit dem Einatmen heb den Kopf, mit dem Ausatmen senk ihn wieder nach unten ab. Und dann mach hier einen Richtungswechsel. Einatmen nach rechts, nach oben, nach links und nach unten mit dem Ausatmen.
Und wenn du unten angekommen bist, dann heb den Kopf wieder sanft zurück zur Mitte. Fang an, die Schultern zu kreisen, einmal von vorn nach hinten. Und schau auch hier, dass du deine Atemzüge gleichmäßig lang machst. Das Einatmen ungefähr so lang wie das Ausatmen, dass du wirklich schön ruhig atmest. Und dann mach auch hier einen Richtungswechsel. Und schüttel die Schultern einmal aus. Sehr gut. Mit dem Einatmen ziehen nochmal die Arme über die Seite nach oben. Streck dich schön lang. Schränk die Finger ineinander und dreh die Handflächen Richtung Decke. Mit dem Ausatmen lehn dich einmal nach rechts. Kannst dir gerne die Ellbogen beugen. Hinauf zur Decke schauen oder auch nach vorne oder nach unten, so wie es für dich angenehm ist. Mit dem Einatmen streck dich schön in deine Seite hinein. Und mit dem Ausatmen beug dich so viel, wie es sich gut anfühlt. Einatmen, kommt zurück zur Mitte. Und ausatmen auf die andere Seite. Einatmen, streck dich nochmal in die Seite hinein und ausatmen, beug dich. Mit dem Einatmen komm wieder zurück. Und mit dem Ausatmen bring jetzt die rechte Hand auf den Boden, linker Arm zieht über den Kopf. Und hier nochmal einatmen, streck dich. Und mit dem Ausatmen drück jetzt die linke Gesäßhälfte zum Boden. Schau, dass die Schulter wegzieht vom Ohr, dass du hier schön viel Platz machst. Nächstes Einatmen kommt zurück und ausatmen auf die andere Seite. Und im dritten Trimester geht es darum, einatmen, wieder langstrecken. Eben viel Platz zu machen. Weil wir nicht mehr so viel Platz haben, weil die Babys wachsen. Und wir versuchen durch die Yoga-Übungen hier ein bisschen mehr Raum zu schaffen, eben in der Seite, vor allem in der Seite. Ich finde, es fühlt sich sehr gut an. Einatmen, kommt zurück. Und ausatmen, senkt die Arme wieder ab. Und dann bring nochmal die Hände vor deinem Herzen zusammen mit dem Einatmen. Zieh die Arme nach oben. Und mit dem Ausatmen senk die Arme ab. Öffne gerne den Mund beim Ausatmen. Und nochmal einatmen. Und ausatmen, Mund öffnen. Und noch zweimal einatmen, langstrecken. Und nochmal. Sehr gut. Genau, wir machen noch ein bisschen was für die Hände. Also wir schränken die Finger ineinander, machen eine Faust und dann kreisen mal in eine Richtung. Ein bisschen die Hände, Handgelenke aufwärmen. Und dann wechseln wir den Griff und kreisen in die andere Richtung. Schüttel die Hände aus, leg Polsterblock, worauf auch immer du sitzt, weg, falls du auf etwas sitzt. Und wir kommen weiter in den Vierfüßerstand. Schau, dass du die Hände unter deine Schultern bringst, Finger schön aufgefächert. Die Knie unter die Hüften, kannst gerne eine Decke unter die Knie legen. Und dann drück die Hände fest in den Boden, aktiviere die Fingerspitzen, die Knöchel. Und wir fangen an, hier mal ganz sanft das Becken zu kreisen. Nur den unteren Bereich. Ja, ohne in die Schultern zu gehen, ohne in den oberen oder mittleren Rücken zu gehen, sondern wirklich nur mal dran zu denken, das Becken, den Popo in eine Richtung zu kreisen. Kleine Bewegungen und die kannst du dann noch größer werden lassen. Lass jetzt in den unteren bis in den mittleren Rücken gehen. Und
Es ist hier auch ein bisschen schon wieder diese Katze-Kuh-Bewegung, also runder Rücken und leichtes Hohlkreuz. Lass die Bewegungen größer werden und auch in den oberen Rücken gehen, in die Schultern. Und achte vor allem auf die gleichmäßige Atmung. Auch gerne den Kopf dazu. Und langsam gehen wir wieder zurück. Lassen die Bewegungen kleiner werden. Also keine Schultern mehr mitbewegen, sondern jetzt nur den mittleren Rücken und das Becken. Und zurück wieder zum Becken. Sehr gut. Und wir machen hier einen Richtungswechsel. Andere Richtung. Zuerst nur die Hüfte kreisen. Gleichmäßige Atmung, denk auch an deine Hände, dass du die gesamte Handfläche in den Boden drückst. Lass die Bewegung auch in den mittleren Rücken gehen. Und weiter nach vorne. In den oberen Rücken, in die Schultergegend. Und nimm gerne den Kopf dazu. Denk hier an eine sanfte Babyschaukel. Und lass die Bewegungen wieder zurückgehen. Einmal retour, mittlerer Rücken. Keine Schultern mehr dazu. Und dann wieder nur in die Hüften. Sehr gut, stell die Zehen auf. Und setz dich zurück auf deine Fersen. Schüttle einmal die Handgelenke aus, die Finger aus. Und bring die Finger zu den zum Daumenbein. Ja, einmal so tappen. Streck die Arme jetzt zur Seite aus und dann bring den rechten Arm unter dem linken vorbei. Adlerarme. Zieh die Ellbogen nach oben und weg von dir. Und ohne an deine Zehen zu denken, denk daran, Platz zwischen deinen Schulterblättern zu machen. Atme dort wirklich schön hin. Ja, also wenn ich sage, atme dorthin, meine ich, bring dorthin deine Aufmerksamkeit. Und du kannst dir ruhig vorstellen, wirklich den Atem dorthin zu lenken. Und das ist auch eine schöne Vorstellung bei der Geburt zum Beispiel. Dorthin zu atmen, wo der Schmerz ist, wo er den Schmerz spürt. Oder die Intensität, man muss es ja nicht unbedingt Schmerz nennen. Dann öffne die Arme wieder zur Seite und wechsle. Einmal linken Arm unter dem rechten vorbei. Und da könnt ihr auch einfach dran denken, den Atem, die Lebensenergie, Prana im Yoga, die ihr aufnehmt, dorthin zu lenken. Und ausatmen, löst die Arme, schüttel die Schultern kurz aus, komm auf deine Hände zurück, schüttel die Zehen kurz aus. Sehr gut, und dann greif mit den Händen ein bisschen weiter nach vorne, stell die Füße auf und wander aber zuerst noch mit den Knien ein bisschen breiter, also dass du einen weiteren, breiteren Stand hast. Und dann drück dich nach oben in den herabschauenden Hund. Und mach den Stand eben so weit, so breit, dass du genug Platz hast für deinen Babybauch. Tritt mal die Beine aus. Ein Bein beugen, das andere strecken. Und schüttel auch gerne deinen Kopf aus. Schau, dass hier keine Spannung sitzt. Im Nacken.
Du kannst gern mal den Kopf nein schütteln. Und dann schüttel den Kopf, ja. Und dann kommt so mit der, egal ob die Fersen den Boden berühren oder ob die Knie gestreckt sind, kannst die Knie gerne beugen. Drück dich vom Boden weg und bring nochmal Länge in deine Wirbelsäule. Und dann sanft steig nach vorne zu deinen Händen. Und auch hier wieder, bring die Füße so breit wie deine oder breiter als deine Schultern, breiter als deine Hüften. Bring eine Beugung hinein in deine Knie mit dem Einatmen. Schau nach vorne, streck den Rücken lang und mit dem Ausatmen klapp nochmal nach unten. Vielleicht magst du hier einen Block oder einen anderen Gegenstand nehmen, wo du die Hände draufgeben kannst. Ja, vielleicht magst du mit den Füßen einfach wirklich weiter noch als die Matte wandern, also so richtig breit. Also da spürst du selber, was dir am besten tut. Es soll einfach wirklich viel Platz sein für den Bauch. Und gerade bei den Vorwärtsbeugen merkt man sofort, wenn da irgendwas zwickt oder wenn es einfach zu wenig Platz ist. Und dann ausatmen, beug die Knie nochmal ein Stückchen und lass den Oberkörper nach unten hängen, wenn sich das gut anfühlt. Ansonsten bleib eben auf dem Gegenstand. Du kannst dich auch auf einem Sessel aufstützen oder du kannst auch die Hände auf die Oberschenkel bringen. Aber schau, dass du den Kopf nach unten hängen lässt. Und wenn du ganz nach unten hängst, ohne dass die Hände auf den Oberschenkeln sind, dann kannst du auch vielleicht die Hände hinter dem Kopf verschränken. Oder vielleicht sogar die Hände auf den Boden bringen und ein bisschen nach hinten wandern. Und dann beug wieder deine Knie. Mit dem Einatmen bring die Hände auf die Oberschenkel. Schau nach vorne, mach den Rücken lang. Mit dem Ausatmen Hände zur Hüfte. Einatmen. Komm nach oben und ausatmen. Schließ die Füße. Wenn du mehr Balance brauchst und mit geschlossenen Füßen nicht so gut stehst, dann öffne die Füße einfach. Ja, also alles ist erlaubt, sodass wir uns sicher und gut fühlen. Weil nur wenn wir das tun, dann fühlen sich auch die Babys so. Und dann zieh nochmal die Schultern zu den Ohren nach hinten und hinunter. Mit dem Einatmen streck dich schön lang, schau hinauf zu deinen Händen und mit dem Ausatmen beug dich einmal auf die rechte Seite. Lass die Hände zusammen, Handflächen drücken zusammen. Schau, dass die Schultern nach unten ziehen, weg vom Ohr. Und du kannst hier gerne die rechte Hand auf das Bein legen. Nächstes Einatmen, kommt zurück, beide Arme nach oben. Handflächen drücken wieder fest gegeneinander und ausatmen, beug dich nach links. Atme hier wieder schön in deine Seite, bring gerne die linke Hand auf das Bein. Mach Platz in deiner Seite. Einatmen, komm wieder zurück. Und ausatmen die Hände vor dein Herz. Wir machen die Lunar-Abfolge ein paar Mal und gehen dann weiter in die Sonnengrüße. Mit dem Einatmen zieh die Arme nach oben. Mit dem Ausatmen bring die Hände vor dein Herz. Beug die Knie ein wenig. Oh, nochmal einatmen, zieh die Arme nach oben. Ausatmen, beug dich einmal nach rechts in den Halbmond. Einatmen zurück. Und ausatmen nach links. Schau, dass du dich wirklich schön zur Seite beugst und nicht in den unteren Rücken gehst. Einatmen, komm zurück. Und ausatmen. Kannst du die Beine ein bisschen breiter machen. Gleichzeitig geh nach unten in eine tiefe Hocke oder so tief du gehen möchtest. Einatmen, zieh die Arme über die Seite nach oben. Schließ die Hände über deinem Kopf und ausatmen. Dreh dich einmal nach rechts. Einatmen zurück. Ausatmen nach links. Einatmen zurück und ausatmen die Hände wieder neben deinen Körper. Oh, nochmal einatmen, zieh die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, Hände fürs Herz, Knie leicht gebeugt. Einatmen,
Streck die Arme über den Kopf und ausatmen, beug dich nach rechts, Halbmond. Einatmen zurück und beug dich nach links. Einatmen wieder zurück. Ausatmen in die tiefe Hocke. Und einatmen. Komm wieder nach oben, gerade Rücken. Hände über dem Kopf schließen. Ausatmen, dreh dich nach rechts. Einatmen, komm zurück. Und ausatmen nach links. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, sink die Arme neben dir ab. Wir machen das Ganze noch einmal. Einatmen, zieh die Arme nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, zurück. Ausatmen, Halbmond nach rechts. Einatmen, wieder zurück zur Mitte. Und ausatmen, nach links. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, in die tiefe Hocke oder so tief du gehen möchtest. Einatmen, Arme über die Seite nach oben ziehen, gerade Rücken, komm hinauf. Und ausatmen, wir drehen nach rechts. Einatmen, zurück. Ausatmen, nach links. Einatmen, zurück. Und ausatmen, senk die Arme neben deinem Körper ab. Sehr gut. Komm wieder zum Beginn deiner Matte. Falls du, ja, ich habe beide eine Matte. Gut. Wir machen den Sonnengruß. Wie gesagt, mit der Vorwärtsbeuge. Einfach hier wirklich schön breit die Beine lassen in einer größeren Grätsche. Und hier gerne auch die Knie beugen, nicht zu tief runtergehen. Also ihr spürt das selbst am besten, was euch gut tut. Genau, wir machen die sanfte Version. Also bring die Füße ein bisschen weiter als hüftbreit auseinander oder vielleicht sogar mattenbreit oder weiter als mattenbreit. Mit dem Einatmen zieh die Arme nach oben, streck dich schön lang. Schau hinauf zu deinen Händen. Der Scheitel zieht Richtung Decke und mit dem Ausatmen mit geradem Rücken tauch nach unten Richtung Boden oder Richtung Oberschenkel oder Schienbeine. Einatmen in die halbe Vorwärtsbeuge, schau nach vorne, mach den Rücken nochmal schön lang. Und ausatmen, steig zurück in den herabschauenden Hund. Bring die Knie auf den Boden. Mit dem Einatmen lass die Bauchdecke nach unten sinken. Richte den Blick nach vorne oder nach oben mit dem Ausatmen. Runde deinen Rücken, mach Platz zwischen deinen Schulterblättern. Und nochmal einatmen. Und ausatmen, drück dich wieder nach oben, stell die Füße auf, herabschauender Hund. Bring wieder Länge in deine Wirbelsäule. Drück die Hände fest in den Boden, schieb das Becken nach hinten. Mit dem nächsten Einatmen. Steig nach vorne zu deinen Händen. Und gleichzeitig komm in die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen in die ganze. Einatmen, komm nach oben. Zieh die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen die Hände vors Herz. Wir machen diesen Sonnengruß noch zweimal. Und dann machen wir die andere Variante, die Hatha-Yoga-Variante, wo wir mit einem Bein zurücksteigen und immer mit einem Bein dann wieder nach vorne steigen. Ja, also zweimal jetzt noch diese Version und dann die andere Version. Einatmen, zieh die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, gerade Rücken, tauch nach unten. Einatmen in die halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, steig zurück in den herabschauenden Hund. Bring die Knie auf die Matte. Einatmen, lass die Bauchdecke nach unten sinken, schau nach vorne und ausatmen. Runde deinen Rücken, drück die Hände fest in den Boden. Und nochmal einatmen, leichtes Hohlkreuz, Pferderücken. Und ausatmen, drück dich nach oben, herabschauender Hund. Bleib hier für 3 Atemzüge, lass gerne die Knie gebeugt, schau, dass du Länge in die Wirbelsäule bringst. Mach Platz zwischen den Schulterblättern. Und mit dem nächsten Einatmen steig nach vorne zu deinen Händen. Komm gleichzeitig in die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen in die ganze.
Einatmen, komm nach oben, gerade Rücken, streck dich lang. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Ein letztes Mal. Einatmen, streck dich lang. Schau hinauf zu deinen Händen, zu den Scheitel Richtung Decke und ausatmen, tauch tief, gerade Rücken. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, steig zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, Knie zum Boden, komm in den Pferderücken. Und ausatmen, runder Rücken. Und nochmal einatmen, Bauchdecke sinkt Richtung Boden. Ausatmen, herabschauender Hund. Bleib hier noch für 2 Atemzüge. Bring Länge in die Wirbelsäule, in deine Seiten. Mit dem nächsten Einatmen steig nach vorne zu deinen Händen, komm in die halbe Vorwärtsbeuge und mit dem Ausatmen in die ganze. Einatmen, komm nach oben, gerade Rücken. Ausatmen, die Hände vors Herz. Wir machen jetzt diese andere Sonnengruß-Variante mit dem Ausfallschritt. Atme ein, streck dich lang, die Arme ziehen nach oben. Ausatmen, tauch tief. Einatmen, rechtes Bein steigt zurück. Und ausatmen, linkes Bein steigt nach hinten zum rechten dazu. Mit dem Einatmen komm wieder in Katze, Pferderücken. Ausatmen. Nochmal einatmen, leichtes Hohlkreuz. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein steigt nach vorne zur linken Hand oder außerhalb der linken Hand. Und ausatmen, rechtes Bein steigt nach vorne. Einatmen, komm hoch, gerade Rücken. Ausatmen, die Hände vors Herz. Andere Seite, atme ein, streck dich lang. Und ausatmen, tauch tief, schau, dass der Rücken gerade bleibt. Einatmen, linkes Bein steigt zurück, Knie auf den Boden. Und ausatmen, rechtes Bein zum linken dazu. Einatmen, richte den Blick nach vorne. Leichtes Hohlkreuz, ausatmen, runder Rücken, Katzenbuckel. Und nochmal einatmen. Öffne dein Brustbein. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechtes Bein steigt nach vorne zur rechten Hand. Und ausatmen, linkes Bein zur linken Hand. Einatmen, komm nach oben, gerade Rücken. Und ausatmen, die Hände vors Herz. Wir machen das Ganze noch einmal auf jeder Seite. Einatmen, streck dich lang. Und ausatmen, tauch tief. Einatmen, rechtes Bein steigt zurück, Knie auf die Matte. Und ausatmen, linkes Bein zum rechten dazu. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Und nochmal einatmen. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein steigt nach vorne. Und wir bleiben hier jetzt kurz. Also rechtes Knie ist am Boden. Und du kannst hier mit dem Bein ein bisschen zurück zur Mitte wandern. Stütze dich im linken Oberschenkel auf. Schau, dass du die vordere Ferse zum hinteren Knie ziehst, das hintere Knie zur vorderen Ferse. Und wenn du möchtest, nimm gerne die Arme nach oben mit dem Einatmen. Und ausatmen, Hände wieder an die Innenseite des vorderen Fußes. Und steig mit dem rechten Fuß nach vorne. Einatmen, komm nach oben, mach dich schön lang. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Andere Seite, atme ein, zieh die Arme nach oben. Und ausatmen, tauch tief. Einatmen, linkes Bein steigt zurück. Und ausatmen, rechtes Knie zum linken dazu. Hände unter den Schultern. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Und nochmal einatmen. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß steigt nach vorne. Zur rechten Hand, bring das linke Knie auf den Boden. Wandere hier gerne mit dem rechten Fuß ein bisschen zurück zur Mitte. Stütze dich am Oberschenkel auf.
Genau, schau, dass du hier nicht zu sehr nach unten gehst, sondern dass du den vorderen Fuß wieder zum hinteren Knie ziehst, das hintere Knie zum vorderen Fuß. Nimm gerne die Arme nach oben mit dem Einatmen. Und ausatmen, Hände an die Innenseite des vorderen Fußes. Wander gerne mit dem Fuß wieder ein Stückchen nach außen. Und dann steig mit dem linken Fuß nach vorne dazu. Einatmen, komm nach oben, mach dich schön lang. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Sehr gut. So, du kannst die Beine so breit lassen, ja, weiter als hüftbreit oder mattenbreit. Atme ein, beug die Knie, setz dich tief in die Arme nach oben oder nach vorne. Wer einen Block hat oder irgendeinen Gegenstand, Faszienrolle, was auch immer, kann hier gerne den Block zwischen die Hände nehmen. Und hier fest die Handflächen gegen den Block drücken. Oder den Gegenstand. Ansonsten stell dir vor, dass du was zwischen den Händen hältst und die Hände hier fest zusammendrückst. Setz dich tief. Gewicht ist in den Fersen. Und ausatmen, leg den Gegenstand weg. Bring die Hände auf die Oberschenkel. Einatmen. Öffne dein Brustbein, richte den Blick nach oben oder nach vorne. Und ausatmen, stell dir jetzt vor, dass du Platz zwischen deinen Schulterblättern schaffst, dass du hier mehr Raum machst. Und nochmal einatmen. Schulterblätter gehen eher zueinander. Und ausatmen, sie gehen wieder auseinander. Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Und dann zieh nochmal die Arme nach vorne. Und mit dem Ausatmen bring die Hände entweder zu einem Sessel oder Block oder beug die Knie. Und dann bring nochmal die Hände auf deinen Hinterkopf. Lass den Kopf nach unten hängen. Und wie gesagt, einfach die Beine wirklich breit machen, eine breite Grätsche, um hier wirklich genug Platz für den Babybauch zu lassen. Wenn es gar nicht geht mit den Vorwärtsbeugen, dann bleib weiter oben. Ja, Hände auf den Oberschenkeln. Und dann bring die Fersen zueinander, sodass die Zehen nach außen zeigen. Und setz dich tief. Eine tiefe Hocke. Wie gesagt, vielleicht hast du einen Block oder auch ein Handtuch oder eine Decke, wo du dich draufsetzen kannst. Du kannst dich auch auf den Boden setzen natürlich, beziehungsweise in der Luft bleiben. Luft bleiben ist besser, genau. Ich glaube, das geht eh ganz gut bei euch, gell? Und dann drück die Handflächen fest gegeneinander. Drück mit den Oberarmen gegen die Beine. Da muss man halt, finde ich, gut aufpassen, dass da nicht die Hose irgendwie einschneidet oder so in dieser Position. Also Yoga nackt üben wäre hier eine Option. Und wie gesagt, diese Malasana-Position, die tiefe Hocke ist auch eine Geburtsposition, eine von vielen. Aber auch eine sehr gute Übung. Für das Becken. Und dann bring die Hände wieder zum Boden. Wander zurück mit deinen Füßen. Aber bleib so breit, wie du breit bleiben möchtest. Bring die Hände auf die Oberschenkel. Beug nochmal deine Knie ein ordentliches Stück. Zieh die Arme nach vorne. Und dann verschränk die Hände hinter deinem Rücken. Zieh die Schulterblätter zueinander. Vielleicht kannst du die Handflächen berühren. Einatmen, streck dich nochmal lang. Mit dem Ausatmen schau zu deiner linken Schulter. Einatmen zurück. Und ausatmen, schau nach hinten zu deiner rechten Schulter. Und einatmen nochmal zurück. Ausatmen, zieh die Arme nach vorne. Einatmen, zieh die Arme nach oben.
Und atme die Hände auf deinen Bauch. Und schließe für einen Moment deine Augen. Spür deinen Atem, spür deinen Puls. Spür vielleicht dein Baby, deine Babys. Dann öffne die Augen wieder. Steig mit dem rechten Bein jetzt zurück. Ja, ungefähr eine Beinlänge Abstand, eine bis eineinhalb. Lieber kleiner, also eine Beinlänge. Vorderer Fuß zeigt nach vorne und der hintere Fuß zeigt zur Seite. Ja, also das Knie ist schön über dem Knöchel. Und lieber hier den Stand ein bisschen kleiner machen als zu weit. Und normalerweise im Krieger 2 haben wir Ferse zur Fußwölbung. Aber hier für mehr Stabilität, falls ihr euch ein bisschen wobbly fühlt, ein bisschen aus der Balance, dann schaut, dass ihr Ferse zu Ferse habt. Also Ferse in derselben Linie wie die vordere, Ferse in derselben Linie wie die hintere. Und dann zieh die Arme über die Seite nach oben bis zur waagrechten. Schau, dass das vordere Knie schön über dem Knöchel bleibt, nicht nach innen fällt. Und aktiviere hier jetzt auch deinen Beckenboden. Sitzbeinknochen ziehen zueinander. Schau, dass du hier schön stabil bleibst. Und dann bring die hintere Hand aufs hintere Bein. Vordere Handfläche dreht nach oben, zieh den Arm über den Kopf. Und auch hier achte besonders darauf, dass du dich in die Seite beugst und nicht in den Rücken, nicht in den unteren Rücken. Spür hier wieder deine Atmung. Atme in die linke Seite. Und dann streck das vordere Bein. Mit dem Einatmen komm nach oben. Zieh den linken Arm weit nach vorne und bring die Hand entweder auf den Oberschenkel oder aufs Schienbein. Rechter Arm zieht nach oben und auch hier mach dich schön zur Seite auf. Und wenn wir hier nach unten greifen, dann haben wir hier viel weniger Platz. Ja? Also schaut hier wirklich, entweder ihr nehmt einen Block zur Hilfe oder ihr bleibt einfach oben am Schienbein. Schau, dass du das Bein nicht überstreckst, wenn du dazu neigst, sondern hier dann eine leichte Beugung im Knie lässt. Dann beugt das vordere Knie wieder, kommt zurück in den Krieger 2. Und streck das vordere Bein, dreh dich zur Seite. Bring einmal die Fersen zueinander, Zehen gehen nach außen. Genau, wir beugen die Knie, bringen die Hände auf die Oberschenkel. Und hier kommen wir jetzt in einen angenehmen Twist. Ja, obwohl Drehungen, obwohl man bei Drehungen sehr aufpassen muss, ist dieser Twist geht eher in die Schultern. Also schau, dass du die rechte Schulter Richtung Boden ziehst und nach hinten zur linken Schulter zeigst, schaust. Und nur so tief gehst, wie es sich gut anfühlt, ja. Also man kann wirklich schauen, dass dieser Twist nur in der Schulter ist, nur im oberen Rücken. Einatmen, kommt zurück. Wir machen das Ganze auf die andere Seite. Linke Schulter geht Richtung Boden. Schau nach hinten zu deiner rechten. Lass genug Platz für deinen Babybauch. Einatmen, komm wieder zurück. Und ausatmen. Streck die Beine, bring die Füße parallel zueinander und steig nach vorne zum Beginn deiner Matte. Wir wechseln die Seite. Steig mit dem linken Bein zurück. Eine Beinlänge Abstand ungefähr. Vorderer Fuß zeigt nach vorne, der hintere zur Seite. Also wir haben hier die offene Hüfte, nur der Kopf schaut nach vorne, das Knie, das vordere, ist gebeugt. Und schön über dem Knöchel, wir heben die Arme bis in die Waagrechte. Und auch hier aktiviere deinen Beckenboden, deine Sitzbeinknochen, die wie zwei Magnete zusammenziehen, um hier schön stabil zu bleiben. Die Arme ziehen auseinander. Mit eigener Muskelkraft drückt das vordere Knie
nach außen, sodass es über dem Knöchel ist und nicht nach innen fällt. Und dann bring die hintere Hand aufs hintere Bein. Rechter Arm zieht über den Kopf, dehn dich schön in deine Seite. Und genieße hier ein paar Atemzüge. Und denk wieder an Platz machen zwischen deinen Rippen. Zwischen Baby und Organen. Einatmen, komm zurück. Nein, wir strecken zuerst das vordere Bein. Und kommen dann zurück mit dem Einatmen. Ziehen den rechten Arm nach vorne. Bring die Hand aufs Schienbein oder auf einen Block. Und der linke Arm zieht nach oben. Mach dich schön zur Seite auf. Und auch hier wollen wir versuchen, jetzt in der linken Seite wieder viel Platz zu machen. Ja, bis hinunter in die Hüfte, bis in die Leiste. Und schick dorthin wieder deine Aufmerksamkeit, schick dorthin deinen Atem. Und dann schau nach unten, beug das vordere Knie, komm wieder nach oben in den Krieger 2. Wir strecken das vordere Bein, drehen die Füße wieder parallel zueinander. So, ich drehe mich einmal um. Bring die Fersen zueinander, Zehen zeigen wieder nach außen. Genau, und wir machen Kaktusarme. Kommen wir vielleicht noch ein Stückchen tiefer. Mit dem Einatmen, zieh die Schulterblätter zueinander, öffne den Brustbein, schau hinauf und ausatmen. Zieh die Arme über vorne und nach oben. Und noch einmal. Ja, Kaktusarme, Schulterblätter ziehen zueinander mit dem Ausatmen und Einatmen. Zieh die Arme wieder nach oben. Und nochmal ausatmen, Kaktusarme. Und einatmen nach oben. Streck jetzt deine Beine, Füße parallel zueinander, bring die Hände zur Hüfte. Mit dem Einatmen bring nochmal Länge in deine Wirbelsäule, mit dem Ausatmen beug dich nach vorne und dann beug auch die Knie. Du kannst dir gerne einen Block wieder nehmen oder was auch immer du hast, einen Hocker, einen Stuhl, ein Buch oder den Boden. Boden geht auch. Ja, wir sind hier wirklich schön breit, also es sollte genug Platz sein für den Bauch. Und hier noch einmal, entweder du wanderst mit den Händen nach hinten, kannst dir die Beine auch strecken, wenn sich das gut anfühlt. Oder du bleibst hier weiter vorne. Und dann beug nochmal deine Knie, verschränk die Hände hinter deinem Rücken. Mit dem Einatmen zieh die Schulterblätter zueinander und mit dem Ausatmen zieh die Arme vielleicht über den Kopf. Ja, das ist eine andere Möglichkeit. Entweder so oder du lässt die Hände am Block oder du wanderst mit den Händen nach hinten. Ja, tu, was sich für dich gut und für dich richtig anfühlt und für dein Baby, für deine Babys. Und dann löst die Hände, beugt die Knie, bring die Hände auf die Oberschenkel und komm wieder sanft nach oben. Also das war auch schon eine Umkehrhaltung. Und ob herabschauender Hund oder Prasarita Padottanasana, die gegrätschte Vorwärtsbeuge, nicht zu lang in den Umkehrhaltungen bleiben. Ja? Also gerade jetzt in der Schwangerschaft muss es keine Minute sein oder keine halbe Minute, sondern da reichen 10 Sekunden aus. Gut, komm wieder zum Beginn deiner Matte. Mit dem Einatmen zieh die Arme nach oben. Und mit dem Ausatmen schnapp jetzt das rechte Bein. Bring das Knie zur Seite. Komm hier noch in eine kurze Balanceübung. Drück fest den Fuß gegen das Bein, Bein gegen den Fuß. Hände vors Herz, wer möchte. Bleib hier noch für ein paar Atemzüge in dieser Baumposition. Stell dir gerne Wurzeln unter deinem Standbein vor, die dich schön nach unten erden. Nimm gerne die Hände zu deinem Babybauch.
So Balanceübungen werden immer mehr zur Herausforderung, je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, je größer der Bauch ist. Es ist auch so wichtig, unsere Beine zu stärken, weil sie ganz schön viel Gewicht tragen müssen. Mit dem Einatmen zieh die Arme nochmal nach oben, streck dich schön lang, drück das Bein nach unten, zieh die Arme hinauf und ausatmen. Senk das rechte Bein ab, schüttel das Standbein aus und wir wechseln die Seite. Mit dem Einatmen heb das linke Bein nach oben und dann dreh das Knie zur Seite, bring den Fuß an die Oberschenkel, Innenseite oder Unterschenkel. Drück fest Bein gegen Fuß, Fuß gegen Bein, Hände vors Herz oder zum Babybauch. Und verwurzel dich hier nochmal mit deinem rechten Fuß nach unten, während der Scheitel nach oben streckt. Und aktiviere auch hier deinen Beckenboden. Ja, gerade in den Balanceübungen, finde ich, merkt man stark, ob der Beckenboden aktiv ist oder nicht. Da kann es nochmal so ein extra Stück Kraft geben, um in der Mitte zu bleiben. Einatmen, zieh die Arme nach oben. Und ausatmen, sink die Arme über die Seite nach unten ab und löst das linke Bein. Schüttel das Standbein aus. Und dann wander mit den Füßen noch einmal, ein bisschen breiter als hüftbreit oder mattenbreit oder weiter als mattenbreit. Fersen zueinander und wir gehen nochmal tief in die Hocke, Malasana. Und bring dann die Hände hinter deinen Körper. Und wir setzen uns auf unser Gesäß. Ihr könnt hier gerne eine Decke unterlegen, einen Polster unterlegen. Fußsohlen bleiben zusammen. Ich muss mir meine Hose richten, weil die schneidet hier wieder ein. Entweder sie muss tiefer sein oder sie muss höher sein oder weiter. Fußsohlen zusammen, Baddha Konasana. Wem das irgendwie wehtut in der Symphyse oder wo auch immer, ihr könnt auch die Beine weiter nach vorne bringen, dann habt ihr mehr so eine Diamantform. Finde ich überhaupt sehr angenehm, auch für den Babybauch ist hier mehr Platz. Mit dem Einatmen öffne nochmal das Brustbein hinauf und mit dem Ausatmen beug dich nach vorne, soweit wie es sich gut anfühlt. Und langsam komm wieder nach oben. So, ich drehe mich einmal zu euch. Also ihr könnt auf Decke oder Polster sitzen bleiben. Beug jetzt das linke Knie. Schau, dass das Knie nach vorne zeigt. Und dann bring das rechte Bein über das linke drüber. Ja, also die Knie übereinander. Und vielleicht kannst du hier Bein auf Bein legen. Schau, dass du nicht auf deinen Fersen sitzt, sondern dass die Beine schön, die Füße schön auf der Seite sind, deiner Hüften. Wenn das rechte Bein nicht ganz nach unten kommt, dann lass es einfach hier oben. Genau, dann verschränke deine Finger ineinander und drück gegen die Beine nach unten. Während du das Gesäß in den Boden drückst, den Scheitel nach oben. Ich hoffe, ihr spürt das alle in der Hüfte, eine sanfte, angenehme Dehnung. Das ist auch eine sehr gute Dehnung, die tief bis ins Gesäß hineingeht. Dort sitzt der piriformis Muskel, das ist ein birnenförmiger Muskel, an den man, finde ich, nur sehr schwer hinkommt.
Aber hier diese Kuhgesichtspose ist das eigentlich. Die Cowface-Pose. Da kann man ganz, ganz gut hindehnen. Das ist auch eine sehr gute Dehnung für die Hüfte. Und langsam löst das rechte Bein und das linke und wir wechseln die Seite. Rechtes Bein gebeugt, Knie zeigt nach vorne, den Steig mit dem linken Fuß drüber. Und entweder lass das Knie oben, ja, wenn das schon genug ist, kann durchaus sein, dann lass das Bein einfach oben. Schau auch hier, dass du die linke Hüfte nach unten drückst. Hier vielleicht das Bein nicht nach außen fallen lässt, sondern ein bisschen so nach oben ziehst. Oder wenn du die Beine übereinander legen kannst, dann schau, dass du nicht auf den Fersen sitzt. Verschränk die Finger nochmal ineinander. Drück die Beine nach unten. Drück dein Gesäß nach unten. Zieh den Scheitel Richtung Decke. Und dehnt an und fühl sich dieselben Körperteile wie in der schlafenden Taube. Die haben wir auch schon gemacht. Aber hier ist mehr Platz für den Bauch. Also wenn wir uns noch nach vorbeugen würden, wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, das muss jetzt nicht sein im dritten Trimester. Solange ihr eine Dehnung verspürt. Passt diese Position. Und langsam löst das rechte Bein. Und das linke und das rechte, egal in welcher Reihenfolge. Bring nochmal die Fersen zusammen. Die Beine ein bisschen weiter nach vorne. Und dann lass nochmal den Oberkörper ein Stückchen nach vorne gehen. Schau, dass du diese Diamantform deiner Beine vor dir hast. Ja, das sind so Übungen, wenn die sich gut anfühlen, könnt ihr die auch gerne mal am Abend machen, vielleicht vor dem Fernseher oder so zwischendurch. Diese Hüft- und Gesäßdehnungen, ich finde es sehr angenehm, gerade in der Schwangerschaft, noch ein Stückchen angenehmer als sonst. Und da kann man so richtig schön lange drinnen bleiben. Dann langsam komm wieder nach oben, schnapp dir deine Knie und schließ sie zusammen. Nimm die Decke oder den Polster weg unter dir, wenn du was unter dir hattest. Und dann kommen wir über die Seitenlage auf unseren Rücken. Und wie so oft kommen wir noch ein paar Mal in die indische Brücke. Also Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander, die Zehen zeigen nach vorne. Schau, dass die Fersen so nah bei dir sind, dass du sie greifen kannst und dann drück die Hände in den Boden mit dem Einatmen, heb das Becken nach oben und wander mit den Schulterblättern zueinander. Verschränk gern die Hände hinter deinem Rücken. Drück fest die Füße in den Boden, verlängere das Steißbein Richtung Kniekehlen. Schau, dass die Knie nicht nach außen fallen, sondern wirklich schön nach vorne zeigen. Bleibe noch für einen Atemzug. Und langsam roll dich wieder nach unten. Und dreh dich einmal zur linken Seite. Bleib hier für ein paar Momente. Also gerade in der Rückenlage, finde ich, muss man aufpassen, wie es einem geht. Bei mir ist es sehr schnell momentan in der zweiten Schwangerschaft, dass da
dass ich das auf dieser Vena Cava, auf der Hohlvene spüre, das Gewicht des Babys und der Gebärmutter. Also deshalb, wenn ihr euch da irgendwie komisch fühlt, dann gleich auf die Seite rollen. Gut, dann drehen wir uns noch einmal kurz auf den Rücken. Und beugen die Beine, greifen die Fußaußenkanten. Kommen in eine Happy Baby Pose. Dann schaukeln nochmal ein bisschen von links nach rechts, von rechts nach links. Und drück hier das Steißbein Richtung Boden. Sehr gut. Stell die Füße wieder auf, streck die Arme zur Seite aus. Rechter Fuß auf den linken Oberschenkel, wandere mit dem linken Fuß ein Stück nach außen und lass die Knie nach rechts gehen. Komm hier wieder in einen offenen Twist. Nimm gern die Arme über deinem Kopf zusammen, greif deine Ellbogen. Löse die Arme, löse die Beine und wechsle die Seite. Stell den rechten Fuß auf, linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Wandere mit dem rechten Fuß ein Stückchen noch nach außen. Und dann lass die Knie nach links gehen. Und noch hier, wenn du möchtest, nimm gerne nochmal die Arme über deinem Kopf zusammen. Greif die Ellbogen. Mach den Griff jetzt andersrum. Also nicht die natürliche Weise, sondern einmal anders. Und spür wieder, wie dein Bauch sich hebt und senkt beim Ein- und Ausatmen. Und langsam löse die Arme, löse die Beine, stell sie wieder beide am Boden auf. Und dann dreh dich wieder in die Seitenlage. Und nimm dir all deine Hilfsmittel, die du brauchst, um in einem angenehmen Shavasana zu liegen. Also gerne Decke oder Block zwischen deine Beine. Und entweder nehme ich hier deine Hand als Kopfpolster oder nehme auch hier eine Decke unter deinem Kopf. Andere Möglichkeit wäre auch noch, eine flachere Decke zu nehmen und die unter deinem Babybauch zu legen. Ja, das fühlt sich vielleicht auch gut an. Also einfach, dass hier der Bauch so ein bisschen gestützt wird. Augen sind geschlossen und genieße hier ein paar Minuten der Stille. Nimm gerne die Hand zu deinem Bauch. Entweder du entspannst dich voll und ganz und lauscht nur deinem Atem. Oder du stellst dir das goldene Band zwischen deinem Herzen und deinem Baby, deinen Babys vor. Wo du Liebe, gute Energie nach unten schickst. Oder hinüberschickst. Und heute haben wir eine Affirmation zum Schluss der Klasse. Nicht zum Beginn, sondern zum Schluss.
Ich bin hier, um dich, um euch zu beschützen. Du bist schon jetzt, oder ihr seid schon jetzt sehr geliebt von mir. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Du bist schon jetzt sehr geliebt von mir. Und deinem Papa natürlich auch. Du kannst hier im Shavasana so lange bleiben, wie du möchtest. Vor allem, wenn du die Aufzeichnung dann mitmachst. Ansonsten atme wieder tiefer ein und aus. Und fang langsam an, deine Zehen und Finger zu bewegen. Gern die Arme über den Kopf und streck dich nochmal schön langsam. Zweites Aufwachen heute. Oder wer weiß, wie oft du heute schon aufgewacht bist. Und dann drück dich mit deiner rechten Hand und auch mit deiner linken Hand sanft nach oben. Komm in eine bequeme Sitzposition. Gerne wieder ein Stückchen erhöht auf Polster oder Decke oder Block. Und dann schließ nochmal die Augen. Schau, dass du die Wirbelsäule schön gerade machst. Lass die Schultern unten weich und ganz entspannt. Bring die Hände nochmal zu deinem Bauch. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Öffne den Mund, atme aus. Das Ganze noch zweimal tief einatmen. Noch einmal. Und dann bring die Hände vor dein Herz. Wir beenden die heutige Klasse mit dem Mantra Om. Atme hierfür nochmal tief aus. Wenn du möchtest, nimm auch hier gern die Hände zum Babybauch. Ja? Singt gemeinsam. Also nochmal tief ausatmen. Atme tief ein für Om. Neig deinen Kopf leicht nach unten Richtung Babybauch. Und sei dankbar dafür, dass dein Kind, deine Kinder zu so starken Menschen heranwachsen und das alles in deinem Körper, in deinem Bauch, in deiner Gebärmutter. Und schau, dass du die jeden Tag irgendwas ausdenkst, gerade jetzt so in der letzten Phase der Schwangerschaft, wofür du dankbar bist. Es kann natürlich auch andere Bereiche deines Lebens betreffen, aber Schwangerschaft ist ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten und um
Dankbarkeit zu zeigen und zu spüren für den eigenen Körper, für das Wunderleben, für das kleine Ding, das da drinnen heranwächst, das kleine Menschlein. Und je mehr Dankbarkeit wir verspüren und auch aussprechen, desto mehr ziehen wir davon in unser Leben. Also in dem Sinne sind wir dankbar für dieses Wunderleben, das in uns heranwachsen darf. Und dann bring die Hände zum Herzen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Mitmachen. Namaste.